Also wir reagieren jetzt auf Inscope, warum es keinen Kochstream mit KS-Freak gab. Ich überlege gerade, Chat. Ich überlege gerade. Weil es gibt einige Leute, die nach einem Statement fragen für dieses Thema und ich möchte mich eigentlich schon dazu äußern. Das einzige Problem ist, dass ich genau dazu genötigt werde, mich zu äußern. Und das ist genau das, was er möchte, dass ich tue. Deswegen nervt es mich. Das ist extrem eklig. Das hatte ich auch schon ganz oft gehabt. Weißt du, irgendwer kommt, macht einen Affen und du musst dich einfach dazu rechtfertigen. Obwohl du denen gar keine Aufmerksamkeit schenken willst. Aber jeder postet dann im Chat nur die Scheiße in den Kommentaren. Richtig nervig, Mann. Es ist auf jeden Fall, es ist morgen eh vergessen, du hast recht. Aber ich möchte trotzdem, ich hasse es, wenn Leute Statements über mich raushauen und einfach halt Lügen über mich erzählen. Das nervt mich. Um wen geht's überhaupt? Es geht um KS, okay? Es geht um KS-Freak. Ich gebe euch einen ganz kurzen Prolog zu der Geschichte. Also, bevor es jetzt hier gleich losgeht. Ich habe mich damals mit KS dazu entschlossen, wir machen einen Kochstream, okay? Wir gucken uns das Ganze erstmal ganz neutral an und dann gucken wir mal, was jetzt hier gesagt wird. Gehen wir mal ganz kurz rein. War es bei Inscope und wie war die Begegnung mit Ron? Fangen wir einfach ganz am Anfang an, okay? Und zwar hat es ja alles angefangen mit dem Kochstream. Ey, yo, Amanda, dies, das, hin und her, Wingman, bla, 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 bla. Und haben uns dann über Instagram ausgemacht, ey, wäre doch wirklich cool, wenn ihr doch nicht nach Stuttgart kommen würdet, so mit Amanda und mit Lisa und hin und her. Und dann haben wir uns einen Termin ausgemacht zwischen 26. und 30. und dann sind wir dorthin gefahren. Okay? Ich will natürlich dazu sagen, Leute, ich bin niemals der Typ gewesen, der zu irgendwen hinfährt, nur wegen Reichweite und mich da hochzuziehen und hin und her und bla bla bla. Aber Lisa meinte, ey, guck, ist doch eine coole Aktion. Digga. Jetzt mal Butter bei der Fische, es ist halt auch nur mal, ach so, meine Cam, ja. Jetzt mal Butter bei der Fische, bei den Fischen. Dir geht's halt heute nicht mehr so gut, KS-Freak. Auch finanziell wie früher. Früher hattest du den übelsten Hype, du hast halt Scheiße gebaut mit deinen Finanzen. Jetzt kommst du langsam wieder. Du kannst schon ehrlich sein, dass es natürlich auch einen Nutzen für dich hat. Mach deine Cam über Nikos, okay. Oh nein, jetzt habe ich den OBS auf Starten geklickt. Spring über deinen Schatten und mach das einfach. Okay, wir halten ganz kurz fest. KS ist jetzt niemand, der wegen Klicks oder um irgendwie sich selber zu bereichern irgendwo anders hinfährt oder irgendwie was für seine Promo da tut oder irgendwas in dem Sinne davor hat. Halten wir fest. Wir sind halt dort angekommen in Stuttgart, haben im Hotel eingecheckt und dann sind wir halt dort zu denen dann ins Büro gefahren. Marc Gebauer war da, Tim Gabel, Inscope und halt noch ein paar Leute waren noch da gewesen. Ich muss ehrlich zugeben, dass Nikos schon von Anfang an so ein bisschen so komisch war mir gegenüber und auch so irgendwie, er hatte gar keinen Bock, dass wir irgendwie da sind und auch so Marc Gebauer, das erste, was er gesagt hat, ist so, ja, bist du nicht der den Haram-Content und so macht? Und da war ich auch so direkt am Anfang so, hä? Voll komisch, Digga. Ich muss wirklich sagen, ja. Hä? Als ob. Ja, damit hat er tatsächlich recht. Es war extrem komisch am Anfang. Also ich habe mich halt lange davor mit ihm verabredet, habe gesagt, lass den Kochstream machen. Und kurz bevor KS halt bei mir ins Büro sozusagen reingekommen ist, bin ich nochmal kurz auf seinen YouTube-Channel gegangen, habe nochmal seine Klicks gecheckt und dachte, oh shit, der Typ ist ja komplett irrelevant. Und dann dachte ich... Oh, ist böse, Alter. Ich mir so, Digga, scheiß auf den. Am ersten Abend habe ich mich nur mit Tim Gabel gut verstanden. Wir sind dann halt wieder ins Hotel. Und das liegt dann einfach daran, weil Tim halt auch irrelevant ist. Und am zweiten Tag hat sich gar keiner bei uns gemeldet. Das Problem an dem Ganzen war, ich habe schon Hotel bezahlt gehabt bis zu dem Zeitpunkt, wo es halt ausgemacht war, dass wir dort bleiben. Es war ja auch ausgemacht, dass wir einen Kochstream machen. Die Ladies waren auch komplett enttäuscht. Ihr müsst euch vorstellen, ich fahre mit zwei schönen Frauen nach Stuttgart, um geilen Content zu machen und um dann im Nachhinein abgeblockt zu werden, weil irgendwas nicht gepasst hat. Ich muss ehrlich zugeben, dass... Also wir halten fest, ganz kurz, aus KS seiner Sicht. Die sind nach Stuttgart gefahren, sind im Büro angekommen. Ich war direkt von Anfang an übel komisch. Die sind wieder weggefahren. Tim ist der Einzige, mit dem er sich gut verstanden hat. Er ist mit beiden Ladies vorbeigekommen und am nächsten Tag hat sich niemand gemeldet und er hat überhaupt nicht verstanden, warum. Okay. Das hat mich wirklich in der Zeit, wo ich halt in Stuttgart war, wirklich sehr, sehr gekränkt. Und dann habe ich so... Ihm ging es gar nicht gut, okay? ...hinterfragt, was könnte denn der Grund dafür sein?
Ich hab... Jetzt hat er angefangen nachzudenken. Hab ich dann gefragt, wie war ich in der Position, wo ich über ihm gestanden bin, so nach Zahlen und Likes, wisst ihr, was ich meine? Das müssen wir nochmal an. Ich hab mich dann gefragt, wie war ich in der Position, wo ich über ihm gestanden bin, so nach Zahlen und Likes, wisst ihr, was ich meine? Und ich muss sagen, ich war auch kein guter Mensch. Ich war extrem abgehoben. Ich war komisch. Und deswegen kann ich seine Reaktion jetzt so auch ein bisschen nachvollziehen. Oh, das ist natürlich schwierig. So seine damaligen übertriebene Arroganz, weil er sich was eingebildet hat, auf seinen Internet-Fame auf andere zu projizieren, dass jeder, der bei dem läuft, dass er genauso sein muss. Das ist schon interessant, Alter. Perfekt. Das heißt also auf gut Deutsch, KS war damals abgehoben, hatte mehr Views als ich. Ja? Und jetzt war ich asozial zu ihm. Und der Grund dafür ist, dass ich jetzt mehr Views als er habe. Und deswegen bin ich jetzt ja abgehoben. Und genau so war es, Leute, ja. Es war einfach so, ich habe gemerkt, der Vibe in Stuttgart, der Typ ist da. Scheiße, Digga, der Typ hat einfach mal weniger Views als ich. Ja, Digga, dann kann ich ja auf gar keinen Fall was mit dem starten. Ist für mich auch dieser Stuttgart-Trip eher so ein Reinfall gewesen. Es gibt jetzt safe so Leute da draußen, die sich so denken, ja, Mann, er hat wieder reingekackt. Wir freuen uns. Trotzdem will ich Nico nochmal dafür danken. Und das Traurige ist, GS, nee, Mann, ich fand's einfach nur noch schade, Digga. Ich werde jetzt ganz kurz zusammenfassen, okay? Ihr habt jetzt so den Point gekriegt. Er probiert sozusagen, mich so hinzustellen. Also er sagt einfach, wir sind nach Stuttgart gekommen, haben umsonst ihr Hotel bezahlt, er hat die Mädels mitgenommen, wir wollten einen Kochstream machen. Danke, ich hab schön. Einfach aus dem Nichts auf alle geschissen, hab mich nicht mehr gemeldet und er versteht überhaupt nicht, warum. Und die Behauptung von ihm ist jetzt, wir haben den Kochstream nicht gemacht, weil ich mehr Klicks hab und deswegen abgehoben ihm gegenüber bin. So, das ist das State von ihm. Okay, alles. Aber alleine das schon so zu sagen, ich war damals so gewesen, deswegen müssen alle anderen, die, bei denen es gut läuft, auch so sein. So ein Schwachsinn. Klar, mag der eine vielleicht jetzt als nicht so schlimm betrachten oder sowas, aber ich persönlich finde es sehr, sehr schade von KS, dass er diese Frage in sein Q&A mit reingenommen hat, beziehungsweise ich finde es schade, dass er die Antwort in sein Q&A mit reingenommen hat, weil ich sage euch jetzt mal ganz kurz, wie es wirklich war. Beziehungsweise es ist wieder so ein Story-gegen-Story-Ding, ich hasse das über alles eigentlich und ich finde es auch richtig wack, dass ich mich jetzt hier zu überhaupt äußern muss, weil ihr könnt immer nur, ihr könnt ihm glauben, ihr könnt mir glauben, das kann niemand beweisen, ja, ich kann euch nur sagen, fragt die Leute, die dabei waren. Nikola kann es sagen, ein Mev kann es sagen, ein Ron kann es sagen, ein Mark kann es sagen, Tim kann es sagen, die waren alle mit dabei, okay? So, das Ding ist, ich war nicht von Anfang an ihm schlecht gegenüber gesonnen. Ich habe mich übel gefreut, als er ins Büro reingekommen ist und ich dachte so, geil, Mann, ein neuer KS steht vor mir. Ein KS, der damals Sprüche zu mir gedroppt hat wie, Bruder, ich mache jetzt Musik, glaub mir, ich werde der nächste Justin Bieber. Und ich mir so dachte, gut, weiß ich jetzt nicht, ja? Ich dachte, ein neuer KS steht vor mir. Ich dachte, der war schon, ich habe ihn ja auch privat getroffen. Er war auf jeden Fall, hat auf jeden Fall übel Bock darauf gehabt und war sehr motiviert, auch überzeugt von sich, dass er da durchziehen will. Also das habe ich aber KS wie geglaubt, dass er so mit Musik richtig durchziehen will. Also er hat mir nicht gesagt, er will der neue Justin Bieber werden, aber er hat gesagt, dass er da alles reinsetzt und das habe ich ihm auch abgekauft, wo wir uns getroffen haben. Jemand reflektiert ist, der abgezogen wurde, der jetzt eine Freundin hat, der mit beiden Beinen wieder anfängt im Leben zu stehen, der wieder sein YouTube aufbaut. Ich habe mich richtig gefreut. Deswegen habe ich ihn auch supportet und habe auf seine Videos reagiert. Und ich freue mich und sage zu ihm, ich gucke ihn an, Digga, erzähl, was ist die letzten Jahre passiert? Ich war richtig hyped auf die Story. Und es hat wirklich keine 10 Minuten gedauert und ich wusste, oh nein. Und ich wusste, nein, es hat sich bestimmt was geändert, aber es hat sich nicht das geändert, wo ich sage, ich kann mit dieser Person viben. Ich wusste direkt, ich kann nicht mit ihm viben. Es sind die ganze Zeit irgendwelche Flexersprüche rausgehauen worden, wie viel die damals verdient haben. Ey, und es waren enge Homies bei mir, ja, auf dem Balkon. Wir haben oben in der freundschaftlichen Runde gechillt. Es wurde rausgehauen, wie viel die verdient haben damals und wie krass die damals waren. Mehrere Male, so auf unangenehm. In jedem zweiten Satz Selbstprofilierung sein Vater. Und es gibt bestimmt Leute, die mögen das, die chillen gerne mit solchen Leuten. Ich persönlich distanziere mich von solchen Leuten. Ich kann das nicht. Ich kann nicht mit solchen Leuten hängen. Deswegen sind die am ersten Abend relativ schnell durchgezogen. Tim hat sich korrekt den gegenüber verhalten, war auch alles super. Ich konnte es in dem Moment einfach nicht aushalten. War vielleicht auch nicht ganz korrekt von mir, dass ich dann da so einfach... Das muss auch eine schlimme Situation für KS-Freak gewesen sein, weil KS-Freak war ja einer der größten YouTuber damals gewesen. Bei denen lief finanziell gut, bei denen lief alles gut. Weißt du? Das hat er halt übertrieben viele Steuerschulden gehabt, ist insolvent gegangen, hat eigentlich nichts mehr. Es läuft nicht so an, wie er es sich vorstellt. Und dann auf einmal kommt er in dieses Umfeld von diesen Leuten, bei denen richtig gut läuft. Und ich glaube, das ist richtig schwer für jemanden, der sein gesamtes Selbstvertrauen über seinen YouTube-Kanal oder
sein gesamtes Ich über den YouTube-Kanal definiert hat und über den Erfolg, dann auf einmal da zwischen diesen Leuten zu hängen, bei denen gerade überkrass läuft. Ich glaube, das muss schon, das war sehr schwer. Ich fühle das gerade richtig. Ich weiß nicht, wie gesagt, das sind ja halt nur Erzählungen, so weißt du, ich habe kein Problem mit KS Freak. Ich war bei ihnen gewesen in Österreich, so wir sind gut ausgekommen, so er war, auf mich hat er auf jeden Fall geläutert gewirkt. Er hat auf mich gewirkt wie jemand, der Scheiße erlebt hat. So, ich find's immer schade, wenn man erst so das Arschloch ist und man erst auf die Schnauze fliegen muss, um wieder ein normaler Mensch zu werden. Aber genau das hatte ich bei ihm. So dieses Gefühl, er hat geläutert gewirkt. Er hat gewirkt so, ach scheiß mal auf diese ganzen Missgeburten und das alles. Ich will einfach wieder normal ich sein. Und ich habe das abgekauft. Er hat leidenschaftlich von seiner Musik geredet und alles. So, und ich dachte mir so, ey krass, Alter, er ist wirklich ein neuer Mensch geworden. Aber das hier, ich kann das irgendwie nachvollziehen. Nur dran gesessen bin und mir so dachte, oh mein Gott, okay, nehme ich gerne hin. Am nächsten Tag habe ich mich dann erstmal nicht gemeldet, weil ich wusste nicht, wie ich mit der Situation umgehen soll, weil ich wusste ganz genau, ich kann mit dem keinen Kochstream machen, so. Das wird einfach nur cringe. Deswegen habe ich ihn am Abend angerufen und habe ihm einfach offen und ehrlich meine Meinung ins Gesicht gesagt, beziehungsweise halt, ich habe halt mit ihm telefoniert und habe ihm ganz offen und ehrlich meine Meinung gesagt. Wir haben auch wirklich eine Dreiviertelstunde telefoniert. Da ging es auch echt hart her. Da wurde gefrontet von mir, da wurde gefrontet von ihm. Und am Ende war es dann mäßig so, jo, lass auflegen und das Ding ist durch. Ich habe aber gesagt, Digga, ich habe keinen Bock, dass es jetzt so räudig auseinandergeht. Lass uns bitte noch einmal persönlich treffen. Dann haben wir uns an dem Abend nochmal getroffen. Da ist im Übrigen, ganz kurz, das ist eine sehr wichtige Randanekdote, die ich euch jetzt gebe. Da an dem Abend ist übrigens dieses legendäre Bild entstanden. Moment. Da haben wir uns an dem Abend nochmal getroffen und da war Ron auch dabei, genau. Dann war er relativ ruhig und entspannt und dann war es auch echt okay. Er hat nicht die ganze Zeit irgendwas Pusher-mäßiges gelabert, dann war es okay. Und dann habe ich auch gesagt, okay, alles klar, bevor das jetzt übel der Wake-Aufenthalt wird für die und so. Und ich habe mich auch bei den Mädels entschuldigt, es hat mir wirklich leid getan, dass es so blöd ist. Aber ich wusste einfach genau, in einem Livestream ist es immer nochmal was anderes, zusammen was zu machen, als in einem Video. Ihr wisst, wenn hier der Livestream gewesen wäre, wir wären hier zu viert und da wären Cringe-Aussagen gekommen, das wäre so... Habe ich einfach nicht Lust drauf gehabt, muss ich euch ehrlich sagen. Deswegen habe ich mich extrem bei ihm entschuldigt. Unterm Strich ist es halt einfach so, dass wir nochmal zwei Abende essen waren. Es war eigentlich auch alles okay. Es war eigentlich alles easy. Niemand hatte jetzt böses Blut am Ende. Es hat einfach nur nicht für einen Livestream gepasst. Habe ich nicht gefühlt, wollte ich nicht machen. Und ich glaube, das ist auch in Ordnung, wenn ich mich dafür entscheide, einen Livestream nicht mit dieser Person zu machen. Und ja, keine Ahnung, dann ist er nach Hause gegangen. Ich habe ihm nochmal eine Memo gesendet, habe nochmal gesagt, ich kann sie euch auch gerne abspielen. Und... Okay, easy, alles klar. Ich wünsche dir eine gute Heimfahrt. Sag nochmal Grüße an die Mädels. Und auf jeden Fall nochmal gut, dass wir uns nochmal getroffen haben und dass man da offen geredet hat. Fand ich doch gut. Und ja, Mann. Ich hoffe, euch hat der Trip jetzt nicht allzu sehr abgefuckt. Ich hoffe, ihr fandet es ganz nice. Ich fand es auf jeden Fall ganz witzig. Und ja, Mann. Aber er hätte doch seine eigenen Vlogs daraus machen können. Wenn er schon da ist, dann hätte er doch eigenen Content machen können. Hat er da irgendwas rausgezogen? Nein. Das habe ich gesagt, weil ich genau wusste halt, jo, die sind eigentlich deswegen gekommen, aber wir waren trotzdem noch essen. Ron hat sogar Steakhouse gezahlt und so. War eigentlich alles easy und da wollte ich einfach nur noch... Das ist einfach das Beste. Du gehst irgendwo teuer essen und wirst eingeladen. Das ist so krank. Das ist so ein geiles Gefühl, Alter. Oh, geiles Steak. Oh, und irgendwer gönnt es mir auch noch. Also am Ende sagen, ey, ich hoffe, das war jetzt trotzdem nicht zu abgefuckt, weil man hat ja trotzdem sich privat getroffen, so. Ja, und jetzt gestern sehe ich dieses Video mit diesem Statement. Und ich denke mir nur so, Digga, schade. Einfach. Aber dieser Ron Bilecki, bei dem verstehe ich den Werdegang genauso wenig wie von diesem Jeremy Fragrancy. Oder Fragrance. Wo kommt denn dieser Ron Bilecki her? Also aus was für einem Bereich kommt denn Ron Bilecki? Also woher kommt der denn? Weil der wirkt so reich. Der wirkt so reich. Also woher kommt der? Also ich kenne ihn vom Namen her, natürlich. Aber der wirkt halt wie so ein Typ, der schon... Weißt du, der muss da auch irgendwas haben, was überkrass läuft. Rocker-Fitness-Affe. Was? Rocker-Fitness-Affe? Verstehe ich nicht. Hat der ein eigenes Produkt? Hat der ein eigenes Produkt auf dem Markt, was übergut läuft, oder was? Ach so. Okay, denn da gibt's natürlich Sinn. Einfach schade. Wie sehr ich mich in einen Menschen getäuscht habe, ich habe ihm dann auch nochmal diese Memo hier gesendet. Ich habe mir gerade ein Video reingezogen, dein Q&A, wo du über den Stuttgart-Aufenthalt redest. Und keine Ahnung, Digga, was soll ich dir dazu sagen, Mann? Cool, dass du es jetzt so einfach hinstellst, damit die Leute hier zu denken, ich hätte aus dem Nichts einfach keinen Bock gehabt, mit dir was zu drehen und bestelle ich nach Stuttgart. Perfekt, Digga. Danke, Mann. Ja, und dreimal dürft ihr raten, wer darauf nicht geantwortet hat. Seit gestern Abend. Ja, Leute, keine Ahnung. Zaki, ich habe echt gedacht, KS hat sich gewandelt, hat reflektiert und fängt ein neues Leben an. So sehr habe ich mich in einem Menschen leider schon wieder getäuscht, Mann. Ich hätte ihn echt gerne supportet, aber ja, was soll ich dazu sagen, Chat? Was soll ich dazu sagen? So ist es und ja. Und ich möchte noch mal ganz kurz eine andere Sache anmerken. Mark
ist einfach gegangen, weil er sich das von KS nicht geben konnte. Er ist einfach gegangen und ist dann zu Sascha in den Livestream rein. Ja, keine Ahnung. Krank, Alter. Marc ist eigentlich so, der ist so ein richtig Lieber, Alter. Das ist so ein richtig Lieber. Und ich bin ja auch so ein Mensch. Ich bin ja auch ein Mensch, der schon viel Scheiße gebaut hat, aber der war auch immer zu mir lieb. Der hat noch nie was gesagt. Weißt, wir haben immer cool miteinander geredet. Und ich sag zu ihm, der Uhrenmann. Habe ich auch schon mal gesagt. Ja, Marc Gebauer. Das ist ein richtig lieber, zivilisierter Mensch. Chat, was soll ich euch sagen? Es ist halt einfach, schade. Aber ich wollte es einfach nur mal kurz gesagt haben, weil ich will nicht, dass ihr denkt, ich bin irgendein Wichser. Weil ihr kennt mich. Ich würde niemals jemanden hierher bestellen sagen und sogar noch ankündigen, ey, wir machen Kochstream, bla bla, ich hab mega Bock. Und dann einfach aus dem Nichts, scheiß drauf, Digga. Ich hab keine Lust auf die Leute. Scheiß drauf, ich melde mich einfach nicht mehr. Ihr wisst, dass ich nicht so bin. So verhalte ich mich nicht. So wurde ich nicht erzogen. Das ist nicht mein Stil. Und so habt ihr mich auch noch nie kennengelernt. Deswegen, hier ist die Version von mir, so wie es passiert ist. Wem ihr jetzt glaubt, ist eure Sache. Aber ich will da nur rein gewissens hingehen und diese Situation aufklären, weil ich habe keine Lust, dass Scheiße über mich im Internet verbreitet wird, dass ich anscheinend ein 31er wäre oder irgendjemand, der andere Leute einfach so hängen lässt. Bin ich nicht. Du bist der realste KS-Dreck und wenn Marc das schon gemacht hat, das ist viel zu bedeuten. Aber denk bitte nicht so, Digga. Denk nicht nach diesem, Digga, du warst sowieso immer dies, das und deswegen muss so und so sein. Hör dir einfach die beiden Statements an, geh neutral an die Sache ran. Es kann auch mal sein, dass ich Scheiße baue. So ist es nicht. Es kann immer sein. Aber ich möchte nur in der Situation sagen, hör dir die beiden Statements an und guck, was du für realistischer findest. Kurz geht raus, danke Chat für die netten Worte von euch. Bedeutet mir viel, danke euch. Ja, also ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen, wie gesagt, ich habe jetzt, nachdem KS-Freak übel abgeschützt ist, ich habe ihn ja kennengelernt, wie gesagt, ich war ja bei einem Kumpel unten in Bayern und bin dann nach Österreich gefahren und habe ihn und seine Freundin kennengelernt. Seine Freundin ist auch eine übelste Liebe. Ich habe bei denen zu Hause geschillt, wir waren irgendwie, und dann waren wir noch zusammen essen und sowas. Es war alles normal und auf mich hat er tatsächlich geläutert gewirkt. So. Aber ich glaube, ich bin jetzt vom Erfolg her auch kein Mensch, wo er das Gefühl hat, jetzt unbedingt pushen zu müssen, weißt du? Weil ich auch einfach, ich habe nicht die Ausstrahlung wie ein erfolgreicher Mensch oder sowas. So, ich würde schon sagen, dass ich jetzt, mir geht's nicht schlecht, aber ich auch so von meinen Klamotten, wie ich rumlaufe, ich glaube, ich bin kein Mensch, wo er jetzt das Gefühl hat, da müsste er jetzt unbedingt pushen oder sowas. Aber ich kann mir das schon vorstellen, wenn er auf einmal in so ein reiches Umfeld reingeht, dass er da auf jeden Fall Schwierigkeiten hat, das so mit sich zu vereinbaren, weil er damals halt der war, der immer pushen konnte und oben ist und da bleibt man halt lockerer und wenn man dann auf einmal unten, wenn man dann weiter unten ist, dann ist es schwierig. Bitch, I don't like you, what you talk about a bitch, what you think about a motherfucking bitch, bitch, you look like a motherfucking bitch and when I talk about bitches, I don't like it.